Verehrte Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor allem liebe Frau Dr. Burkhardt, ich beginne mit einem Dank an Sie, dass wir wieder diese wundervollen Räumlichkeiten heute nutzen können. Das ist immer auch ein Beitrag zur Atmosphäre solcher Veranstaltungen, zu Ihrem Erfolg und zu dem, was wir in einer solchen Veranstaltung brauchen. Man muss sich auch wohlfühlen. Es soll keine kühle Atmosphäre sein, man soll die Ausführungen anhören. Wir machen keine Diskussion, weil es auch in unserer Gesellschaft mal einige Abende geben muss, bei denen man das Gehörte quasi sacken lässt, sich damit beschäftigt. Sie haben ohnehin Gelegenheit, nachher mit Herrn Steingart bei dem Empfang noch zu sprechen. Ich will mal den Abend wie folgt einleiten. Hierzulande ist die Kenntnis über wirtschaftliche Zusammenhänge im Lande Ludwig Erhards bedenklich. Wir begegnen in der öffentlichen Aussprache, in den öffentlichen Diskussionen kaum einem größeren Wissen um Zusammenhänge. Die Psychologen nennen das bei manchen Patienten das Leberwurstparadigma und stellen damit fest, dass manche noch nicht mal den Zusammenhang zwischen dem Brotaufstrich und seiner Entstehung herstellen können. Das Schwein, sagen sie, und der Metzger bleiben völlig außer Betracht in dem Zusammenhang. Wir sind nach der größten Katastrophe unserer Geschichte in die internationale Völkergemeinschaft mit der neuen Visitenkarte unseres Grundgesetzes hineingekommen, aber auch mit der sich dann entwickelnden ökonomischen Kraft unseres Landes. Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit ist in nahezu 60 Ländern dieser Welt aktiv. Wir stellen vieles fest, aber eines stellen wir unbestritten fest. Alle Länder, die sich daran gemacht haben, marktwirtschaftliche Elemente mit dem Hinweis auf größere Gerechtigkeit staatlicher Organisationen auszuschalten, haben ihre Länder an die Wand gefahren. Und sie haben die persönliche Freiheit ihrer Bürger zerstört. Sie haben einen unendlichen Flurschaden angerichtet, den wir ja auch bis heute, nicht nur ökonomisch, aber in vielen anderen Bereichen feststellen können. Marktwirtschaft, das will ich deshalb zu Beginn auch für unsere Stiftung sagen, ist für uns kein kaltes Projekt. Dahndorf sagt, kein Cold Project. Marktwirtschaft ist für mich kulturell die Wirtschaftsordnung einer freiheitlichen Gesellschaft. Es gibt keine andere. Sie ist durch ihre Spielregeln, die im Übrigen durch geschichtsklitterische Darstellung der Neoliberalen so dämonisiert werden, im Grunde genommen in einen Wettbewerb gebracht worden, der Innovation, Nichtdiskriminierung des Marktzutritts und vieles andere befördert. Sie ist ein Entmächtigungsprogramm gegen unkontrollierte wirtschaftliche und ihr dann meistens folgende politische Macht. Das heißt, marktwirtschaftliche Überzeugungen gehören zum normativen Profil des Politikangebots des politischen Liberalismus. Es ist mehr als Ökonomie. Sie gehören dazu wie die Rechte der Bürger, die Grundrechte, die Trennung der Gewalten, die Meinungspresse und Versammlungsfreiheit, das Bürgerrecht auf Bildung. Douglas North, der Wirtschaftshistoriker und Nobelpreisträger, sagt, ein Wertesystem, das politischen wie wirtschaftlichen Wettbewerb als etwas Positives ansieht, ist die wichtigste Voraussetzung für eine offene Gesellschaft. Ähnlich hat das Johannes Paul II. Auch gesagt. Das ist einer der Punkte, wo ich sage, der Vatikan ist vielen in Deutschland meilenweit voraus in der Beurteilung solcher Sachverhalte. Eine faire Wettbewerbsordnung ist nicht nur ein ökonomischer Imperativ.
Sie ist eine ethische Notwendigkeit. Ohne Spielregeln geht es nicht. Aber ich füge gleich hinzu, Spielregeln allein werden es auch nicht richten. Menschliches Maß, Fairness, eine eigene gespürte Verantwortung für die Integrität des Unternehmens, überhaupt für das, was man tut, sind unabdingbar notwendig. Am stärksten spüren wir das, und das geht weit unter eine übliche Mittelstandsdiskussion hinaus, in Unternehmen, die in Form von Personengesellschaften geführt werden. Die haben eine untrennbare Verbindung und spüren die noch zwischen Risiko und Haftung und sind sehr viel sorgfältigere Marktbeobachter als manche, die wir groß in jedem Wirtschaftsteil der deutschen Zeitung lesen können. Das sind die Persönlichkeiten, die sich auch der Folgen ihrer eigenen Entscheidungen ausreichend bewusst sind und die kein Netz hinter sich haben mit Versorgungsversprechen, die große Manager angestellter Art dann immer haben, selbst wenn sie Investitionen großartig in den Sand gesetzt haben. Es würde schon völlig genügen, es muss in der Marktwirtschaft niemand als Heiliger leben, wenn eine größere Zahl von Führungsverantwortlichen in der Marktwirtschaft auch etwas engagierter wäre, um die kulturelle Verantwortung der Marktwirtschaft in Deutschland wieder zu verbessern. Es geht nicht um Ökonomie und um Zahlenwerke, um Gewinnerwartungen. Es geht darum, dass diejenigen, die in der Marktwirtschaft an verantwortlicher Stelle handeln, ein stärkeres argumentatives Engagement für ihre kulturelle Gründung sehen lassen müssen. Um es etwas ironisch auszudrücken, es kann nicht sein, dass all die, die in der Marktwirtschaft Verantwortung tragen, sich, wenn es brenzlig wird, zurückziehen und wir dann als Friedrich-Naumann-Stiftung mit unseren bescheidenen Mitteln darauf angewiesen sind, in unseren politischen Veranstaltungen und Seminaren die Zusammenhänge darzustellen, die andere vernichtet haben durch schlechtes persönliches Beispiel. So haben wir uns Arbeitsteilung in einer freiheitlichen Gesellschaft nicht vorgestellt. Wir erwarten schon, dass diejenigen, die Verantwortung haben, das auch zeigen. Wir nehmen täglich sehr unterkomplexe Beiträge von Kurzdenkern aus allen politischen Lagern entgegen über marktwirtschaftliche Zusammenhänge. Das macht auch vor manchen Medien nicht Halt, selbst vor bürgerlichen Feuilletons, bei denen man erwartet, dass da doch mindestens, wenn der Wirtschaftsteil derselben Zeitung seine Leser unterrichtet über wirtschaftliche Zusammenhänge, auch ein Stück im Feuilleton bei Betrachtungen über Marktwirtschaft, über Sozialismus einfließen müsste. Manchmal habe ich den Eindruck, die Erwartung, dass Karl Marx nach seinem sehr blutigen Ausflug in die Wirklichkeit eigentlich in die British Library zurückkehren sollte, noch nicht erfüllt ist. Wir haben immer noch so eine Vorstellung, dass diejenigen, die wirklich Intellektuellen und Klugen sind, die sich an der Marktwirtschaft reiben, und die anderen, die sie verteidigen, die kühlen Ökonomen sind, die zum Fortschritt der Menschheit, wie andere Gutmenschen, weniger beitragen. Wir wissen selbst als Stiftung, dass der Liberalismus Autoritäten abgeschafft hat, Gewissheiten abgeschafft hat, dass das für manche Menschen unbekömmlich ist, die auch etwas theoriesüchtiger sind, die alten Gewissheiten vermitteln und dann ganz allein auf freiem Feld unter dem Himmel stehen. Aber wir müssen ein gewisses Modernitätspensum in einer freiheitlichen Gesellschaft verlangen. Wir kommen darum nicht herum. Unser heutiger Redner hat einmal in einer solchen Betrachtung der Phänomene, die ich angesprochen habe, geschrieben,
dass die Marktwirtschaft deutlich bescheidener ist als der Kapitalismus, also deutlich bescheidener ist als die, die auch die Marktwirtschaft oft davon nicht genügend trennen und sie anklagen. Sie sei eben nicht eine jakobinische Veranstaltung, die keine Gnade kenne. Sie kenne ihre Macken und sie wisse um die Unvollkommenheit ihrer Idee. Sie kenne auch Verlierer, aber sie wolle sie gerade wieder zurückholen, die Marginalisierten und Verlorenen in der nächsten Runde wieder beteiligen. Schon aus Gründen, so sagt Gabor Steingart, der ökonomischen Effizienz, will sie eigentlich aus jedem Almosenempfänger auch wieder einen Steuerzahler machen. Das war ein Verteidigungsbeitrag für die Marktwirtschaft, den er auch publiziert hat. Und damit bin ich bei Ihnen und bei unserem heutigen Redner. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich begrüße für 16, 17, 18 Bundestagsabgeordnete, die hier sind, den Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, unseren Freund Hermann Otto Solms. Herzlich willkommen. Ich begrüße den Fraktionsvorsitzenden der FDP im Deutschen Bundestag, Rainer Brüderle. Rainer, sei uns herzlich willkommen. Ich begrüße den Generalsekretär der FDP, Patrick Dörin, ebenso herzlich hier. Und eine Vielzahl von journalistischen Kollegen unseres heutigen Redners. Ich begrüße aber wirklich, Herr Steingart, Sie ganz persönlich und danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie heute Abend hier sprechen werden. Als ich Sie anrief, haben Sie auch spontan zugesagt. Sie hatten eine frühere Veranstaltung von 7, die wir hier hatten, eine gegenüber, aber 7 hier im Haus schon beobachtet und fanden die Veranstaltungsform, das Format, sehr gut. Wir hatten Udo Di Fabio, an ihn darf ich erinnern, Heinrich August Winkler, Joachim Gauck, Paul Nolte, Peter Sloterdijk und Karl Kardinal Lehmann an solchen Abenden. Wir haben heute Gabor Steingart, einen, wie Wikipedia schreibt, deutschen Journalisten und Autor. Ich habe festgestellt beim Lesen seiner biografischen Daten, wir sind eigentlich ein Stück Nachbarn gewesen. Sie sind auch in Neuhof bei Fulda in früheren Zeiten ein Stück aufgewachsen. Sie waren auf der Hermann-Lietz-Schule Schloss Bieberstein, bei der ich einmal die Ehre hatte, die Abiturrede zu halten aus meiner hessischen Zeit. Wir haben uns dann wieder getroffen in Amerika, als Sie in Washington waren. Sie haben begonnen bei der Wirtschaftswoche, Sie waren in Leipzig-Bonn als Redakteur für das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Sie waren sein Ressortleiter in Hamburg und Sie haben das Spiegel-Hauptstadtbüro vor Washington hier übernommen. Sie sind jetzt Geschäftsführer der Verlagsgruppe Handelsblatt und Herausgeber des Handelsblatts. Ich freue mich, dass Sie zugesagt haben. Ich danke Ihnen sehr herzlich dafür und wünsche uns allen einen spannenden Abend in beiden Teilen, die heute Abend angeboten werden. Sie haben das Wort.